Guten Morgen, heute ist Freitag, letzter Handelstag der Woche. Nächste Woche steht eine kürzere Woche vor uns. Da haben wir Ostern. Da wartet der ein oder andere auch schon sehnlich drauf, dass man ein paar Tage frei sind. Ich habe mich gestern mit einem Handwerker unterhalten, der sagt, ach Gott sei Dank, da kann ich mal einen Tag länger einfach mal frei machen. Aber gut. Man sieht, die Wirtschaft hat zu tun. In vielen Teilen äh, ist sehr, sehr viel los. In anderen Teilen ist alles ziemlich schwierig. Das ist ein gemischtes Bild. Das ist auch das Bild, was wir momentan an den Märkten sehen. Das heißt auch bei den Zahlen, bei den. Wirtschaftsdaten, die wir immer wieder bekommen. Das Ganze schauen wir uns natürlich heute ein bisschen mehr im Detail an. Hinten kann man es schon sehen, wir schauen auch auf den Dau. Jo, aber wenn ich das Bildchen so sehe, da hat der Computer nicht gespeichert, was ich wollte. Das Gold. Das passt natürlich nicht zum Dau. Wir sprechen aber heute über den Dau. Äh, zuvor natürlich wie immer der große Nachrichtencheck, was alles gekommen ist. Und die, die live zuschauen hier an dieser Stelle, die kennen das jetzt auch schon. Die, die neu dabei sind, bitte liken, einfach aufs Knöpfchen drücken, einen Daumen hoch geben, damit die Welt mitbekommt, was wir hier machen. Danke dafür. Und damit machen wir an dieser Stelle weiter mit dem Risikohinweis. Wie immer äh, ist hier bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze. Ja, wie immer, jeden Morgen muss sein, sagt der Gesetzgeber. Denn das, was wir hier besprechen, ja, ist natürlich ähm, an dieser Stelle schon wichtig, äh, dass man weiß, wie man damit umgeht. Wir kommen zu den Nachrichten an dieser Stelle. Ja, und da würde ich sagen. Gucken wir drauf, heute IFO Geschäftsklimaindex, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Neben dem Gesamtklimaindex ist aktuell eins sehr, sehr wichtig, der große, große Unterschied zwischen den Erwartungen und der aktuellen Lage. Man sieht hier, dass die Erwartungen besser dastehen als die, als die, als die aktuelle Lage. Das sieht man auch an den Zahlen. Wovon der Konsens auch ausgeht, ist, dass sich der... Geschäftserwartungsindex weiter besser entwickelt als die aktuelle Lageeinschätzung, aber beide äh, Prognosen gehen von steigenden Werten aus. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es wird sehr, sehr wichtig zu sehen sein, dass die ähm, Geschäftserwartungen sich weiter steigern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Denn ähm, bei, ich sag mal, bei allem, was medial diese Woche in Deutschland zum Thema ähm, Geschäftsöffnung, Restaurants, Hotels, über Ostern so durch die, äh, durch die Medien, ähm, ja, geistert, um das mal so zu sagen, ähm, kann man ziemlich schnell den Eindruck bekommen äh, in Deutschland, ähm, ist alles pleite und das ist natürlich ein, ein Szenario, das so nicht korrekt ist. Nur, wir wissen nicht, was die Unternehmenslenker denken und das werden wir sehen, wenn wir heute diese Zahlen entsprechend auch bekommen. Sollte es da deutlich negative Ausschläge geben, sollten wir das definitiv auch im DAX spüren. Ich persönlich rechne aber eher damit, dass die Unternehmenslenker das tun, was sie in der Regel immer tun. Und zwar für die Zukunft doch eher positiv blicken und dass wir hier eine vernünftige Zahl bekommen. Die Lageeinschätzung, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Da haben wir wirklich ein sehr gemischtes Bild an dieser Stelle. Da müssen wir schauen, was wird. Ähm, deswegen, äh, ja, warten wir ab. 10 Uhr gibt es die ganzen Daten live sozusagen raus über die Presse. Ansonsten heute am Nachmittag wichtige Informationen aus den USA. Um 15 Uhr gibt es von der Uni Michigan das, äh, das Verbrauchervertrauen und die Konsumentenerwartungen. Und eine halbe Stunde vorher, und das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch wenn der hier ebenfalls nur zwei Sterne hat, aber... Thema Bruttoinlandsprodukt in den USA kennen wir ja. Und was spielt da eine große Rolle? Ganz klar, die persönlichen Ausgaben. Und das ist eine Stellschraube, auch für die US-Wirtschaft, die extrem wichtig ist. Wir sehen es hier, äh, die persönlichen Ausgaben für den Monat Februar. Die Prognose ist hier ein Rückgang von minus 0,7 Prozent. Vorher war es ein Zuwachs von 2,4 Prozent. Das bleibt sehr interessant. Positive Überraschungen könnten natürlich auch die Märkte positiv überraschen, denn wenn mehr Geld ausgegeben wurde, äh, als das der Konsens hier erwartet hat, wäre das natürlich gut für die Unternehmensbilanzen. Und wir stehen ja jetzt kurz vorm Ende des ersten Quartals. Das heißt, ab April nach Ostern bekommen wir dann Einblick in die nächsten Unternehmensbilanzen. Und bei dem Thema Unternehmensbilanzen ähm, muss man sagen, ist man ziemlich skeptisch momentan. Was die Pace angeht, ob man tatsächlich an das anknüpfen kann. Ähm, wie sozusagen die vorherigen Prognosen auch gekommen sind. Also das wird ein bisschen tricky an dieser Stelle. Warum ähm, das Ganze schwierig wird, ist die Situation mit den Zinsen. Wir sprechen nachher äh, im zweiten Teil mal noch so ein bisschen über das Thema Inflation, ähm, was das denn für Auswirkungen hat, mal über einen ganz, ganz anderen Kontext. Etwas, was man in der Presse bei uns in Deutschland auch sehr, sehr selten liest oder hört. Aber ich denke mal etwas, dass die Notenbanker durchaus auch im Hinterkopf haben. Dazu später gerne etwas mehr. Äh, allerdings zunächst erstmal hier das, was wir haben. Thema Unternehmensbilanzen spielt ganz klar auch bei den Indizes eine sehr, sehr große Rolle. Und das Thema mit den, mit den steigenden Zinsen wird halt starke Auswirkungen haben auf Unternehmensbilanzen. Und das wird auch Auswirkungen auf die Ausblicke haben. Und wenn diese Ausblicke den Börsianern hier die Laune verhageln, dann könnte es durchaus deutlich weiter nach unten gehen in den Indizes. Und zwar nicht nur in den technologielastigen Indizes, sondern wir haben das auch gesehen, mittlerweile schwappt die ganze äh, Geschichte mit den Korrekturen auch von äh, den sogenannten Wachstumswerten auf die Value Assets über und das hat auch mit den Zinsen unter anderem mit zu tun, äh, denn Value hat ja eine gewisse, sage ich mal, einen gewissen Qualitätsstandard auch, aber da ist halt jetzt aktuell wieder das Thema des äh, entsprechenden äh, Vergleichs der Renditen, der zu Renditen in Bezug auf Risiko los, das heißt hier in dem Moment die, Dividenden stehen da im Vordergrund. Ähm, die sind definitiv nicht risikolos, ganz klar. Aber man macht dort einfach dann an dieser Stelle den Vergleich. Was kann ich mit einer zehnjährigen US-Staatsanleihe? Wir müssen hier über die USA reden. Bei uns in Europa ist das bei Weitem noch, äh, ist das bei noch kein, äh, kein Thema. Also unsere, <laughs> unsere Zinsen, die sind, äh, reden wir nicht drüber. <laughs> das ist, Steht ein dickes Minus vor. Ähm, aber in den USA ist es halt einfach so, dass wir dort definitiv eine Situation haben, wo man mittlerweile vergleicht. Denn ähm, wir waren im Hoch schon bei den zehnjährigen Staatsanleihen bei über 1,7 Prozent ja, auf 10 Jahre. Das ist nicht viel, ja, verglichen mit den über 3 oder 4 Prozent, die wir schon mal hatten. Aber es ist halt einfach ein Punkt, wo man sagt, wenn die Dividendenrendite. An den Aktien bei 1,8 ist und in den 10-Jährigen kommen wir da auch langsam hin. Da ist die das Risiko bei den Staatsanleihen kleiner als bei den Aktien, und das ist der Grund, warum dann auch inzwischen irgendwann dann auch die Value-Werte mit auf die Verkaufszettel kommen. Und da geht man dann auch häufig nicht sehr selektiert vor, sondern. Man holt die große Gießkanne raus und auf geht das mit den Verkaufsaufträgen ab. Und das muss dann alles weg. Und das bringt dann Druck im weiten Markt. Das haben wir auch beim DAU schon gesehen. Deswegen haben wir den DAU heute auch auf der Uhr. Also das zu den Zahlen für den heutigen Handelseintag. Und natürlich, wir haben wieder Freitag. Heißt also Freitags gibt es auch wieder die COT-Reports. Wen das interessiert, gerne an dieser Stelle heute Abend oder am Wochenende einfach mal reinschauen, was das Ganze ist. Das bringt ja dann entsprechend auch häufig auch Erwartungen seitens anderer Trader mit sich, wenn hier die Big Boys groß auf die Käufer oder Verkäuferseite gehen, dann könnte es durchaus hier die Bewegung nach unten gehen. Meistens sind es dann die Trendfolgebewegungen, die bekommen und da kann man das schön. In der Chartanalyse mit durchgehen. Wir machen weiter mit dem Blick auf die Nachrichten, die wir in dieser Woche ähm, bekommen haben. Ja, und da haben wir natürlich <laughs> diese Woche viele, viele, viele Reden von Notenbankern gehabt. Ein wichtiger Faktor, deswegen habe ich den Paul hier nur einmal drauf stehen. Ist der gewesen, wie sich die, die US-Wirtschaft als, als führende Wirtschaft in unserer Welt auch sieht. Da gab es eine oder zwei, zwei Sachen, die für mich persönlich jetzt interessant waren. Die erste Sache, die in den ganzen Reden hier, ich glaube, das hat sogar Janet Yellen gesagt, am Dienstag oder am Mittwoch in den USA, dass man davon ausgeht, dass man im nächsten Jahr die Vollbeschäftigung hat. Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Ziel der US-Notenbank, dass man Vollbeschäftigung bekommt. Das ist also ein, ein, ein Faktor, der definitiv da ist. In diese Richtung gehen ja auch die ganzen Wirtschaftsstützungsprogramme seitens ähm, der beiden Administrationen, dort auch dafür zu sorgen, dass der Arbeitsmarkt stabil, solide bleibt und auch wächst. Und ähm, wo einfach die Hoffnungen drauf liegen, wir haben das ja in den letzten äh, Beisbooks gesehen, die großen Probleme, äh, Arbeitskräfte zu finden, liegen momentan einfach in der Sage ich mal, im Umgang äh, der Kinderbetreuung zum Beispiel während der Aktuellen Corona-Phase. Das ist schwierig. Man weiß nicht, wohin mit den Kindern und wer nicht weiß, wohin mit den Kindern, der kann halt auch nicht arbeiten gehen. Und dieses Thema ist belastend für den Arbeitsmarkt. Aber äh, es wurde halt auch gesagt, oder es wird halt auch gesagt und das sieht man auch. Das Licht am Ende des Tunnels in den USA ist da. Das Thema Impfen, die kommen massiv voran. Die haben halt weniger, äh, sag ich mal, darauf geschaut, dass regulatorisch ähm, alles ähm, ja... So ist wie bei uns in Deutschland, ähm, die impfen halt einfach los. Das ist eine andere Mentalität in den USA. Ähm, sicherlich ähm, hat das Vor- und Nachteile, aber ähm, im Endeffekt bringt das die USA halt dazu, dass sie so grob gesehen ähm, hat, äh, hat Biden, ich glaube Biden war es auch gewesen, ähm, gesagt, wir sind ungefähr zwei Monate vor Europa. Von der von der klassischen Impfung her. Ähm, das ist natürlich für USA eine Hausnummer. Die kommen da deutlich besser voran. Und je früher es da vorangeht, je früher läuft der Wirtschaftsmotor weiter. Und die Wirtschaftswachstumsraten sprechen ja für sich. Bei uns in Deutschland schaut das deutlich anders aus. Da hinken wir deutlich hinterher. Aber wir sehen halt auch, wenn die US-Wirtschaft deutlich stärker wächst, springt der Weltwirtschaftsmotor halt auch deutlich besser darauf an. Und das sollte dann wiederum auch uns Deutschen oder der deutschen Wirtschaft unter die Arme greifen. Thema Export ist dann natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Also das Thema hier dazu. Ansonsten gehen wir mal auf ein paar Zahlen, Daten, Fakten dieser Woche ein. Wir haben hier wieder ein bunt gemischtes Bild. Ein bisschen enttäuschend war das Ergebnis bei den ähm, Verkäufen bestehender Häuser. Im äh, Februar haben wir da Zahlen bekommen, lag unter den Erwartungen. Ähm, es waren nur 6,22 ähm, Millionen, die hier umgegangen sind. Äh, 6,5 sind erwartet worden. Das Bild hat sich auch ähm, quasi angehört. Wir haben ja in den USA immer die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser und Verkäufen neuer Häuser. Und bei den Verkäufen neuer Häuser äh, ist das Ergebnis ähm, ebenfalls ziemlich, ziemlich ähm, heftig äh, nach unten gegangen von 948.000 auf 775.000. Ähm, das ist schon ein ziemlicher Rückschritt. Ich bin mir nicht sicher, an was das liegt. Ähm, möglicherweise äh, hat das mit den ganzen ähm, Versorgungen auch am Bau zu tun, ähm, mit, ähm, mit Rückständen, dass gewisse Sachen nicht geliefert werden können. Da habe ich Jetzt keine Eroierung gemacht. Wichtig ist es jetzt hier, dass wir nicht infolge äh, der Zinserhöhung hier ein Problem in den USA bekommen, denn das Thema äh, Finanzierungen ist natürlich in den USA sehr, sehr wichtig und wenn die Zinsen dort deutlich stärker ansteigen, dann wird das äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Belastungsfaktor für die Märkte in den USA sein, denn dort wird extrem viel finanziert und wenn dort der Druck zu groß wird, das wirkt sich auch auf den Immobiliensektor aus. Ganz, ganz klar. So, wir machen weiter. Am Mittwoch haben wir bekommen den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und das war wirklich eine schöne Zahl. Nach 60,7, 66,6. Also hier geht es Stück für Stück voran. Lag auch über den Konsenserwartungen. Das war sehr, sehr positiv. Am gleichen Tag etwas Negatives aus den USA. Und zwar das Thema Auftragseingang der langlebigen Wirtschaftsgüter. Und da sage ich ja auch immer, langlebige Wirtschaftsgüter, äh, wer das, wer dort rein investiert, ja das ist jetzt nicht wie eine Taschenuhr, die man sich mal kauft, die man nach einem Jahr wieder in die Ecke tut, sondern das sind wirklich Güter, die sehr, sehr lange gebraucht werden. Ähm, und da gab es einen deutlichen Rücksatz von plus 1,6% äh, Prozent im Vormonat auf minus 0,9%. Auch hier muss man sehen, das schwankt immer mal ein bisschen. Das darf natürlich nicht nach. Nachhaltig sein. Wenn dem so ist, das wäre schlecht für die Wirtschaft. Ich denke eher, das wird sich wieder ausnivellieren. Das werden wir nächsten Monat dann sehen. Thema Rohöl, Lagerbestände aus den USA, die haben wir ja am Mittwoch bekommen da spannt sich die lage langsam aber sicher an. wir haben jetzt hier an dieser stelle äh, immer wieder steigende lagerbestände. Äh, der konsens hat den leichten rückgang erwartet. hier lagen wir drüber. der ölpreis ist momentan deutlich unter druck geraten. an dieser stelle deutlich unter druck heißt wir sehen das an den lagerbeständen. Äh, wir wissen auch dass die aktuelle förderkürzungsquote äh, bis april gültig ist. was dann kommt, weiß man noch nicht, ob weiter gekürzt wird oder ob ähm, ja mehr öl wieder auf den markt kommt. Das bringt dann natürlich massiv Preisdruck von oben nach unten. Ähm, da ist der Markt momentan sehr, sehr angespannt und die Trends im Öl zeigen das Ganze entsprechend auch an. Wenn wir es schaffen, schauen wir nachher mal noch auf Öl. Kleiner Tipp hier, wer die Wunschmärkte noch nicht bespielt hat, bitte rein entsprechend in die Chats auf Facebook und auf Zoom. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne. Wir sehen hier an dieser Stelle auch schon. Ähm, das Ganze, die eine oder andere Frage flattert auch schon rein. Also das Ganze schauen wir uns direkt nachher noch mit an. Zunächst machen wir mal weiter aus den Nachrichten von dieser Woche und da haben wir aus den USA positives zum Thema Bruttoinlandsprodukt bekommen, das hatte ich ja vorhin auch schon mal avisiert. Bruttoinlandsprodukt ist extrem wichtig und da spielt natürlich auch das Käuferverhalten in den USA eine Rolle. Hier, wir haben die Daten fürs vierte Quartal bekommen, 4,3 Wachstum im BIP, keine schlechte Rate. Und ansonsten noch das Thema Ersteinträge auf Arbeitslosenhilfe und das war gestern echt ein richtig ein richtiger Knaller. Da muss ich mal noch eine Grafik reinziehen hier. Moment, das ist das BIP in den USA. Genau, das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte mal kurz, wo haben wir es da? Wo haben wir es da? Moment, diese Woche. Äh, das ist echt eine Hausnummer gewesen. Äh, das Niveau der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist nämlich inzwischen, ähm, wenn ich das richtig sehe, auf dem Niveau vor Covid angekommen. Wartet, ich ziehe das mal ganz kurz hier rüber. Äh, an dieser Stelle mit rein. So, einmal groß gemacht, einmal die. Da haben wir es. Hier. So, also, schaut euch das mal an, was wir hier an dieser Stelle haben. Hier, diese Grafik, das ist wichtig hier zu sehen. Hier, das ist entsprechend die Entwicklung. Äh, entsprechend der Anträge, die gehen massiv nach unten hin zurück. Ne? Und wenn wir mal sehen, wo wir hier drüben gewesen sind, also hier sehen wir jetzt sozusagen ähm, 11.2020, hier war das Ganze gewesen, wo das absolut nach oben geschossen ist. Und wenn man jetzt mal sieht, ähm, was man hier hat, da hat man mit den 746.000, das war jetzt am 25.03.2021, Moment, mal gucken, ob wir das hier reinbekommen. Das ist hier, es ist schon ewig her, als wir das, diese Zahl das letzte Mal gesehen haben. Äh, Zahlen dort drunter, das war alles hier mit Covid-19. Gigantische Anstiege, die wir hier gehabt haben. Ähm, irgendwann müssen die Zahlen mal kleiner werden. Hier, das ist die kleinste Zahl seit März 2020. Ne? Im März 2020 hat man hier. Dieser brutalen Anstieg von 281.000 auf, 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 auf 3,2 Millionen. Und jetzt sind wir wieder deutlich drunter, nämlich hier der niedrigste Wert. Und das ist wirklich eine Hausnummer. Das zu sehen ist sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Das stützt den Arbeitsmarkt und das geht genau, das ist das Wasser in die Mühlen von denjenigen, die alles daran setzen, dass der US-Arbeitsmarkt weiter nach vorne läuft. Das ist gut zu sehen. Sowas brauchen wir häufiger, äh, denn das stützt mal definitiv an dieser Stelle auch die Wirtschaft. Das also quasi zum Wochenrückblick ähm, sozusagen bis ja bis gestern äh? und jetzt machen wir noch den Wochenrückblick. Ausblick für die nächste Woche. Da hatte ich ja schon gesagt, wir haben nächste Woche Ostern. Da gibt es nicht ganz so viel an dieser Stelle. Wir bekommen am Dienstag das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA. Mittwoch gibt es äh, den einkaufsmanager in China für das verarbeitende Gewerbe. Arbeitslosenzahlen bei uns in Deutschland, auch das sehr, sehr wichtig. Wir bekommen die Verbraucherpreise. Man geht hier von einem weiteren Anstieg der Inflation von 0,9 auf 1,2 Prozent an. Wir bekommen am ähm, Mittwoch ebenfalls noch die ADP-Beschäftigungsänderung, und wir wissen, was in diesen Wochen immer kommt, nämlich die Non-Farm-Payrolls. Wir bekommen die schwebenden Hausverkäufe an sich. Das ist wichtig, das Thema. Wir haben es gerade gesehen: Immobilienmarkt, was hier schwebt. Das ist auch etwas, das aus der Schwebe wird ja dann irgendwann. Der abgeschlossene, unterschriebene Kontrakt. Das sind wichtige Vorläufe. Wir bekommen die Rohöllagerbestände äh, am Mittwoch und am Donnerstag bekommen wir dann aus Japan auch äh, Wirtschaftsnachrichten, äh, die durchaus interessant sind das ganze in der nacht aus china bekommen wir den einkaufsmanagerindex für das verarbeitende gewerbe und äh, am äh, ja im laufe des tages dann zu unseren normalen handelszeiten quasi den einkaufsmanagerindex für das verarbeitende gewerbe in deutschland und den einkaufsmanagerindex für das verarbeitende gewerbe in den usa und am freitag ist dann karfreitag ja da handelt keiner aber wir bekommen aus den USA trotzdem Wirtschaftszahlen, und zwar die Non-Farm-Payrolls und das Thema der Arbeitslosenquote. Das sind quasi die Fakten, die wir haben und jetzt noch das kleine, die kleine Vorschau auf das, was wir jetzt nach den ganzen Chartbesprechungen machen, nämlich hier an dieser Stelle das Thema Inflation, Deflation, ja, und da gibt es dann noch etwas anderes dazu, nämlich die Reflation. Deswegen habe ich hier oben mal hingeschrieben, Inflation äh, und Reflation, das ist ein wichtiges Thema und Reflation hat hier kaum jemand auf der Uhr, ähm, ich habe es aber im Kopf äh, und äh, deswegen möchte ich einfach mal hier dann ein paar Worte zu diesem Punkt mit erzählen. Zuvor allerdings, wie schon gesagt, gehen wir mal rein äh, in die Charts, die wir hier haben. Und als, sag ich mal, Main Act, um das mal so zu sagen, habe ich im Blog auch verfasst, äh, der Blick in den Dow Jones. Ich mache das Bild auch gleich mal wie immer noch groß, damit hier jeder ähm, die Charts ohne äh, mich sehen kann, weil das ist wichtig, was wir hier sehen. Und hier sehen wir zunächst erstmal den Blick auf den Dow Jones. Und der Dow Jones an dieser Stelle äh, ist verortet. Wir sehen es hier in einem schönen, stabil laufenden Aufwärtstrend. Da gibt Überhaupt nichts zu meckern an dieser Stelle. Ich gehe mal ganz kurz hier auf den S&P 500 ein, nur damit wir mal kleine Unterschiede sehen. Ne? Das ist entsprechend der S&P 500. Und hier bitte ich mal auf eins zu schauen, auf eins zu achten. Das Allzeithoch, was wir hier hatten, war nur ganz knapp über dem vorangegangenen Allzeithoch. Und der S&P 500 trendet mittlerweile nach unten. So, passt auf. Jetzt das gleiche Bild im Nasdaq. Auf der Tagesbasis. Der NASDAQ ähm, ist in der Zeit, wo SP 500 und äh, Dow Jones in neue Allzeithochs gelaufen sind, in einen validen Abwärtstrend gelaufen und es läuft weiter nach unten. Ja? Das sind die ganz, ganz großen Unterschiede, äh, die wir hier momentan sehen. Also das heißt, das ist die Geldumschichtung von diesen starken Wachstumswerten, ehemals starken Wachstumswerten, hin in defensivere Value-Werte. Und dieses Thema, der Wechsel zu den Value-Werten, der hat halt dazu geführt, dass der Dow Jones äh, doch der Index in den USA ist, der hier momentan zumindest deutlich besser performt. Er hat ein deutlich höheres Allzeithoch geschrieben als der SP 500 und er hat hier auch auf der Tagesbasis bei weitem nichts, was an einen Abwärtstrend erinnert. Er hat einzig und allein hier momentan ähm, eine Korrektur innerhalb einer Flagge, kann man mal so sagen, ähm, drinnen im, im Chartverlauf. Und diese Flagge hat an dieser Stelle einen bullischen Charakter. Jetzt habe ich allerdings auch in dem, in dem Facebook-Stream oben drüber geschrieben, Bullenfalle im Dau vor dem Wochenende. Und das ist ein Aspekt, auf den möchte ich jetzt gerne mal eingehen, ähm, weil ich persönlich nicht glaube, ähm, dass das Thema mit den ganzen Verkäufen durch das Thema auch der Anleihen, äh, sag ich mal, Kurssteigerung bzw. Zinssteigerung in den Anleihen, dass dieses Thema wirklich schon vom Tisch ist, ja. Also als, ich sag mal, mal so als reiner Charttechniker äh, leuchtet jetzt an dieser Stelle, so wie wir es hier sehen, natürlich absolut mein Herz. Ich nehme mal ganz kurz die Marker raus, die wir hier nicht brauchen. Ähm, denn wir haben hier eine, eine sehr, sehr schöne Situation im Dow Jones. Und zwar, was wir hier sehen, ist, wir haben die gleitenden Durchschnitte. Ich habe die hier mal eingeblendet. Äh, das ist der gleitende Durchschnitt. Der grüne ist der SMA20. Also wirklich, das sind die ganz Simplen. Ich habe hier keine großartige Mathematik mit exponentiell gewichtet oder ähnliches drin, sondern wirklich einfach nur ganz klassische gleitende Indizes. Das ist der 20er und hier unten haben wir den 50er. Und was wir hier sehen, beide steigen noch an. Das ist sehr, sehr gut und der kürzere ist immer noch über dem längeren von beiden. Auch das ist sehr, sehr schön, weil der kürzere kippt ja früher um und das gibt dann das Anzeichen für die korrektive Phase. Momentan ist hier also noch alles in Ordnung. Was auch sehr, sehr interessant zu sehen war, ist, dass wir hier sozusagen den SMA20 haben. Ähm, der wurde gestern getriggert und der SMA20 ist die Triggerlinie. Und um die Triggerlinie an sich haben wir auch noch den Support um den um das letzte größere Kauflevel hier mit Bezug auf den Tageschart. Bei 30.072 war hier das hoch. Da sind wir schön dynamisch drüber gelaufen. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen an dieser Stelle. Das ist eigentlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Jetzt liegt hier oben allerdings mit Magenta markiert schon eine, 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 eine Linie drinnen, äh, um die Marke von 32.800 Punkten. Und das ist das Wichtige. Und das ist das, wo ich sage, da muss man etwas, äh, sag ich mal, mit Bedacht das Ganze angehen. Warum? Da gehen wir gleich drauf ein. Auf einen Punkt möchte ich auf den Tageschart nochmal äh, mitschauen. Sollte es pff, wohlgemerkt, sollte es. Und, und der Grund, warum ich sollte sage, ist, weil wir hier in einer ziemlich geilen Lage sind für eine Schutzsituation auch. Sollte es dazu kommen, dass der Markt tatsächlich weiter in den Abverkauf reingeht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die 3072er Marke hier unten nicht hält. Und wir tiefer reinlaufen und da wäre es definitiv nicht ungewöhnlich, wenn der Dow den 50er gleitenden Durchschnitt testet. Und da sehen wir hier unten, der verharrt gerade irgendwo hier in dem Level um die 31.550, 31.600 Punkte Marke hier. Das ist dieses Kauflevel hier unten, als wir aus der Korrektur wieder nach oben gelaufen sind. Also hier an dieser Stelle. Moment, ich mache es mal ganz kurz rein. Schaut mal hier, da hat man hier die Korrektur. Da sind wir dann schön deutlich nach oben drüber gegangen. Das ist natürlich interessant zu sehen. Das ist ein Auffanglevel. Wenn das auch nicht hält und wir richtig heftig Gas von oben nach unten bekommen, dann wäre mal mit Bezug für diesen großen Aufwärtstrend hier das Auffanglevel am aktuellen Trend tief bei 30.542 ähm, Punkten ein weiter, weiter Support. Das sind mal so die groben Grundvoraussetzungen äh, für das, was wir hier sehen. Und äh, um das mal ehrlich auf den Tisch zu legen. Ich persönlich gehe schon davon aus, auch wenn man die, äh, sag ich mal, die Zahlen auch der, der offiziellen Wachstumsraten in den USA sieht, äh, dass wir schon deutlich höher stehen können bald. Aber die Volatilität wird meines Erachtens nach relativ hoch bleiben. Also ich glaube, da kann sich der ein oder andere ziemlich warm anziehen, wenn wir jetzt in die Berichtssaison reinlaufen. Und zwar das Ganze gesehen wirklich über den breiten Markt. Denn ich bin mir. Nicht sicher, ähm, ob wir es wie in der letzten Berichtssaison häufig damit zu tun haben, dass wir gute Zahlen bekommen und der Markt dann nach oben durchstartet. Ich denke eher, äh, wir werden hier durchaus das ein oder andere Sell-Off-Szenario sehen. Ja? Ich sage nur GME. GameStop. Ich meine, hier an dieser Stelle reden wir natürlich äh, sehr, sehr selten äh, über, wartet mal, äh, über Aktien, weil wir hier ganz einfach die Währungen auf der Uhr haben. Aber ähm, am 23. März hat äh, GMI Zahlen gebracht. Und ähm, es ging äh, dann doch ganz schön deutlich äh, nach unten. Und das ist halt an dieser Stelle äh, sehr, sehr wichtig. Wir haben da ganz, ganz hohe Volatilitäten momentan in diesen Bereichen drinnen. Ähm, und das ist halt etwas, das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben. Also ohne, äh, dass sozusagen diese größeren Bilder hier, ähm, kaputt gemacht werden, zumindest hier im DAO, haben wir deutlich Potenzial zur Unterseite und das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben und das ist auch der Grund, weshalb ich ähm, jetzt mal auf die, auf, die, auf die kurzfristigere Schiene gesehen ähm, das Thema nochmal mit besprechen möchte und zwar habe ich ja gerade gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, <laughs> ob wir den Ausbruch, den wir jetzt hier sehen, tatsächlich als bullisches Kaufsignal sehen werden oder ob dieser Ausbruch nach oben aus diesem, sage ich mal Kanal, den wir hier so schön einzeichnen können, äh, ja, ob das nicht ein Fake ist. Und ähm, um dem sicher zu gehen, ähm, habe ich mir in meiner Trading-Karriere ein System, äh, sage ich mal, erarbeitet, was für mich relativ gut funktioniert. Und zwar ist das ein System, das hat mich beispielsweise auch davor bewahrt, den Nasdaq an dem letzten oberen Level, wo er stand, auf der Long-Seite zu traden, weil wir ganz einfach noch längst nicht so weit sind. Und zwar, was brauchen wir denn bei so einem Ausbruch nach oben? Wir brauchen nicht nur ein, so eine so schöne Kaufkerze wie die von gestern, sondern wir brauchen sozusagen hier das Ende mal wenigstens dieses Trends, den wir hier in diesem Kanal haben. Und um das zu sehen... Schauen wir mal in den Stundenchart rein, und da sehen wir an dieser Stelle, dass dieser Trend noch intakt ist. Da, das, um, um das mal ganz kurz zu zeigen, im Moment, ich nehme mal hier ganz kurz die, äh, die Indikatoren raus, hier die gleitenden Durchschnitte, die stören uns hier nur. Was wir an dieser Stelle brauchen ist ein, ein, ein Sprung über dieses Level hier oben. Also ich habe hier so eine blaue Linie reingelegt. Also es ist schon mal sehr, sehr positiv zu sehen, dass wir jetzt mit einer guten Dynamik hier über dieses Level drüber gelaufen sind. Das ist ganz klar. Aber äh, wir wissen ja selbst, dass Trends in der Regel, ähm, ja, oder was heißt in der Regel, ein Trend dauert so lange wie er dauert. Also er ist halt dann zu Ende, wenn er gebrochen wurde. So, das heißt, wer jetzt trendtechnisch tradet, der. Ist auf der Unterseite unterwegs an dieser Stelle. Ne? Also hier mal sozusagen die Trendverläufe äh, zu sehen nach unten. Das ist das Schwungbild hier. Hier ist der Abwärtstrend entstanden. Dann gab es sozusagen hier die ganze korrektive Phase äh, oben rein. Hier, das war der Bewegungsarm ich hätte das auch noch ein stückchen weit mit nach unten ziehen können das spielt jetzt keine große rolle ähm, ob man jetzt das nimmt und dann hier quasi hier hochgezogen hätte und dann da oben reingelaufen ist das hätte am gesamtbild jetzt überhaupt nichts geändert technisch passt das ganze ähm, auf alle fälle hier das zwischentief auch hier haben wir fallende tiefs fallende hochs die Lagebeurteilung ist jetzt wichtig. Was haben wir hier drüben an dieser Stelle? Und das ist halt hier, schaut mal, da oben ist der Deckel drauf. Und solange, ähm, wie der Markt nicht über diese Level läuft, äh, ist zwar der Ausbruch aus der Flagge da, aber wir sind noch nicht aus dem Trend raus. Und das ist der wichtige Fakt, den wir hier haben. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Ähm, der Bewegungsarm, das ist dieser hier. Der ist natürlich gebrochen. Aber wir sind hier in der Stunde halt einfach nur. Stark hochgelaufen und nicht hochgetrendet. Und die Hochtrendphase würde ja entsprechend so aussehen. Natürlich kann man jetzt hier in den 15-Minuten-Chart gehen und da kann man sagen: Was quatscht der Seidel? Wir haben doch hier definitiv einen Aufwärtstrend auch da. Ja. Leute, den Aufwärtstrend haben wir da. In den fünf Minuten ist das alles überhaupt kein Thema. Aber wenn man das Ganze auf der Stunde sieht, muss man einfach sehen: Wir haben hier eine Bewegung. Ja, das sind Inside-Kerzen. Das ist keine Korrektur. Hier hat sich im Rahmen dieser Kerze überhaupt nichts daran verändert, dass das Hoch hier war, das Tief hier war. Es gab nichts unten drunter. Deswegen ist das der Durchlauf. Wir haben hier noch keinen Trend. In diesem Kontext, ja, wir haben natürlich in, in diesem Bewegungsarm den Trend, ja, den sieht man, bin ja nicht blind, aber in dem Kontext. Zu diesem Verläufen, die wir hier drinnen sehen, ist das natürlich definitiv auch mit raus. Und das ist ein wichtiger Faktor, was wir hier jetzt wirklich brauchen. Erstmal müssen wir hier drüber gehen. Und wenn wir hier keine Korrekturen bekommen, dann müssen wir uns in die Zeitebene nach unten arbeiten. Aber solange, wie wir quasi nicht hier drüber laufen, ist der Abwärtstrend noch intakt. Die Korrektur weiter da und damit das Risiko für die Chartunterseite da. Laufen wir drüber... Haben wir schöne kurzfristige Anlaufbereiche hier? Die 32.970 hier, das Hoch und natürlich oben das Allzeithoch über der Marke bei 33.228 Punkten. Das sind Riesenchancen, die wir haben auf der Oberseite. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den ich gerade vorhin angesprochen hatte: ähm, Thema Bullenfalle. Das ist jetzt natürlich eine klasse Chance, die wir hier haben. Denn sollte der Markt tatsächlich nicht nachhaltig hier oben drüber laufen, sondern einfach nur durchschießen und dann nach unten abdrehen, haben wir jetzt erstmal mit Blick auf das, was wir hier äh, in diesem Stundenchart sehen, ein paar schöne Korrekturtiefs zum Anlauf drinnen laufen. Ne? Das heißt, Nummer 1 von hier oben erstmal ganz klar, erstes Ziel, logisch hier die 32.077. Das, Also hier das alte oder 72 das alte als alte hoch hier oben der Supportbereich ganz ganz klar darunter hinaus können wir uns dann schön an diesen Zwischentiefs orientieren das heißt hier das war ja der Aufwärtstrend mit seinen Bewegungs- und Korrekturarmen und wenn wir dieses Level hier unten rausnehmen dann haben wir hier ein Zwischentief bei 31.745 hier unten 31.000 225, dann haben wir schon den Support. Hier haben wir noch ein paar ganz, ganz kleine, inwiefern die relevant sind, bin ich mir nicht sicher. Deswegen habe ich es jetzt hier nicht eingezeichnet. Aber man kann es mal mit rausnehmen. Hier unten der Drehbereich so grob um die 30.700 Punkte marke. Das ist echt interessant zu sehen. Das allerdings dann auch definitiv für das Thema Swings. Ja, ganz, ganz klar, das ist nichts, vermute ich zumindest mal, was wir aus der aktuellen Verortung heute schon sehen werden. Also da muss wirklich einiges zusammenkommen, dass wir so einen extremen Abverkauf sehen. Deswegen nochmal ganz kurz der Bild für die kurzfristigen Trader. Da beziehen wir uns jetzt mal auf diesen Punkt, den wir hier haben. Vom Tagestief gestern auf das Tagestief von heute. Habe ich hier mal eingezeichnet den kleineren untergeordneten Trendverlauf, den haben wir hier. Und der strebt weiter nach oben. Ja? Das ist ganz klar, ganz klassisch zu sehen. Und wenn wir hier Tatsächlich einen Abrei bekommen sollten, dann wäre es natürlich sehr schön zu sehen, wo wir Anlaufmarker haben. Und die haben wir. Jetzt muss ich mal wieder noch eine dritte Farbe hier mit ins Spiel bringen. Dann nehme ich einfach mal hier das hier. Ähm, dieses Level. Dann dieses Level. Das sind schon mal zwei Marker. So, und pass auf, jetzt gehe ich mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Und da sehen wir dann halt auch, dass das wirklich Level sind, äh, die relevant sind. Denn. Momentan ist es einfach so, wenn wir jetzt unter diese aus aktueller Sicht unter diese Unterstützung hier drunter laufen sollten, dann ist der Weg nach unten halt erstmal da. Dann ist der Bewegungsarm hier gebrochen. Das wäre dann quasi die Korrektur dieser schönen Bewegung, die wir hier nach oben sehen. Ja, und dann die Unterseite zu beleuchten macht dann halt Sinn und da können wir uns wirklich schön an den Zwischentiefs auch orientieren und die haben wir halt hier grob. 32.615, hier die Marke um die 32.408. Also auch da 32.400 ist da. Was wir hier im Kleineren auch sehen, ist dieser Bereich hier in diesem Level, diese Umschwungphase, also dieses Level hier, äh, zwischen, naja, ich sag mal mal 32.315 und 32.350 hier oben irgendwo. Das auch ein Anlaufbereich, den wir durchaus schön im Kleinen sehen können. Und dann natürlich so ein schönes größeres Wendelevel wie das, was wir hier haben. Und da kommen wir auch hier wieder in diesen Kontext rein. Irgendwo die Marke 32.550 bis 80 hier oben rum. Dieses Level, also hier, das, was wir hier oben sozusagen sehen, dieser Bereich, der ist hier extrem wichtig. Und das ist halt hier das, was wir hier drüben sehen. Durchaus interessant ähm, zu beobachten. Wie schon gesagt, noch ist es nicht so weit. Es ist sehr, sehr interessant und spannend zu sehen, was der Markt hier oben macht. Ja, wenn er durch diesen Widerstand äh, durchgeht, wie ein heißes Messer durch Butter, dann haben wir natürlich eine ganz, ganz andere Ausgangsphase oder Ausgangslage. Aber wenn wir da oben Widerstand sehen, ne? so wie wir es hier gesehen haben, so wie wir es hier gesehen haben, dass der Markt dort nicht einfach so durchgeht. Das spielt dann so ein bisschen eher der, sag ich mal, Theorien die Karten, dass wir durchaus hier erstmal noch einen Rücksetzer sehen bevor wir wieder nach oben laufen oder aber eine nachhaltige Umkehr, dass man durchaus erstmal definitiv die Unterseite etwas intensiver bespielt. Das wird sich zeigen und da müssen wir hier nur ganz genau hinschauen, um das Thema hier mit zu besprechen und äh, wo wir hier Dort gerade noch bei den Indizes sind, ähm, möchte ich noch mal äh, kurz auf den anderen Index eingehen und zwar hier auf den SP 500, also auch den größeren. Ähm, und da sehen wir halt schon, der Unterschied an dieser Stelle hier ist ganz klassisch der. Hier trendet der Markt im Kleinen schon nach unten, was wir im Dow natürlich nicht haben. Was wir im, äh, im SP 500 natürlich ganz klar sehen, äh, ist, dass der Aufwärtstrend entsprechend weiter auch intakt ist. Das heißt, an dieser Stelle, ähm, das größere Bild ist hier definitiv auch da nach oben hin weiter ausgerichtet, dass also das heißt hier ich hier einfach nochmal die letzten Anlaufmarker, das ist wichtig und das sehen wir hier unten um die 3.725 unten rum, das ist der wichtige Support Bereich, aber im kleinen Trendet der Markt halt hier schon runter und das ist einfach das, wo der Unterschied jetzt da ist. Das liegt hier auch ein bisschen an der Zusammensetzung vom S&P 500. Erstens ist er deutlich größer als der als der, als der Dow Jones. Das ist das eine. Zum anderen hat er halt deutlich ähm, eine Quote von über 20 Prozent, wo Technologie drinnen ist. Das drückt den natürlich weiter mit nach unten. Ähm, und auch hier sehen wir halt den Abgabedruck. Schauen wir uns das Ganze mal eben im Stundentrend an. Da sehen wir auch, der Abwärtstrend, der ist sozusagen intakt, ähm, aber es wechselt halt immer mal. Also das Wechselbad der Gefühle will ich ja bald sagen. Äh, was wir hier sehen, auch hier muss man als Trader immer sagen: Welchen Kontext möchte ich denn gerne handeln? Und aus aktueller Sicht ähm, ist es wichtig, die Kontextgrößen richtig zu sehen. Das heißt, wir haben Nummer 1 hier, das ist das, was wir hier nach unten äh, momentan liegen haben. Das äh, etwas größere Bild im Stundenchart, das ist auch das, was wir auf der Tagesbasis sehen. Ähm, und dann das untergeordnete Bild, ich mache das jetzt mal hier mit so einem Blauton, das sozusagen hier, das ist natürlich auch der Trend, der momentan nach unten läuft in dem letzten Bewegungsarm. Und hier sehen wir halt im SP 500, dass er diesen Bewegungsarm schon rausgenommen hat, ganz klar hier, schön die dynamische Aufwärtsbewegung. In der noch kleineren Zeitebene haben wir hier natürlich schon den Aufwärtstrend, aber wir haben jetzt auf der Stunde noch keinen Aufwärtstrend. Und wenn wir das mal so sehen, wir haben nach oben hin auch schon ein paar schöne Anlaufmarker noch hier. Das Level grob um die Marke hier oben, um die 3940 bis 3900, was haben wir da oben, 50 rum hier in diesen Drehbereichen. Das sind gute Anlaufmarker, die wir dort von dort aus dann auch sehen können, noch hier hoch und spätestens dann. Wenn wir tatsächlich Kurse über diesem Level hier oben sehen, also über diesem aktuellen Zwischenhoch hier, das wäre natürlich interessant. Hier über die Marke von 3955 bis 60 drüber zu fliegen, das wäre hochspannend. Da würden wir sehen, der Markt will tatsächlich hoch. Und danach können wir uns ja nach oben hin auch ein Stück weit orientieren hier auf diese Zwischenhochs, die wir da haben. Also das ist schon relativ interessant, was wir hier sehen. Aber wir sehen es halt. Den Kontext zur Unterseite. Hier erwarten halt auch einige Widerstände. Und wenn man sich das reine Chartbild mal an sich so anschaut, dann sieht man halt auch hier, wir haben eine Bewegung gegen einen Trend. Ja, und der, dieser Trend. Ist jetzt gebrochen, aber nur mit einer ziemlich starken Bewegung, die nur in den kleinsten Zeiteinheiten trendet. Und auch hier stellt sich da für mich tatsächlich die Frage, bekommen wir tatsächlich jetzt den Schub nach oben ähm, oder nicht? Aus rein technischer Sicht, ähm, sage ich mal, ist der S&P 500 hier schon für die Bildung eines Trends recht interessant unterwegs. Denn hier nochmal, äh, das Thema hier oben ist ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Das ist quasi der Durchlauf hier bis oben hin. Aber wenn wir jetzt tatsächlich so eine kleinere Phase bekommen sollten, wo wir hier nach unten laufen, ein Stück tiefer runtergehen ja, und dann nach oben gehen, dann haben wir einen Aufwärtstrend und das untermalt dann durchaus die Chancen, also den Aufwärtstrend auch schön sichtbar äh, im Stundenbereich. Ja. Das ist dann gut zu sehen, denn dann haben wir tatsächlich zumindest kurzfristig mal die Chancen hier oben. In diese Bereiche reinzulegen. Das heißt, wenn das tatsächlich passieren sollte, hier oben die Anlaufmarke auf die Zwischenhochs, grob 3942 in etwa, hier oben grob 3950 und hier oben die 3955-Punkte-Marke. Das alles hier drauf. Und wenn der Deckel hier oben auch noch wegfliegt, dann, ja, dann können wir deutlich höher laufen, schon mal auch wieder Richtung Allzeit Aber so sieht das momentan noch nicht aus. Und auch hier mit Blick in den SP 500 auf diesen Bewegungsarm nach oben, noch einmal kurz der Blick in die kleineren Zeiteinheiten: 5 Minuten oder aber auch die 15 Minuten, je nachdem, ähm, was einem lieb ist. Wir sehen hier schön das Trendige nach oben laufen. Ne? Hier schön der Aufwärtstrend ist ja auch da. Ich gehe hier mal noch eine Nummer kleiner. Hier sehen wir entsprechend die Anlaufpunkte. Unten drunter hier haben wir ein schönes Support-Level um die Marke von äh, 3910 bis 3912 hier unten in diesem Drehbereich. Das ist da. Und was wir auch sehen hier, haben wir einen kleinen äh, Unterstützungsbereich in diesem Level. Äh, und da wird sich jetzt zumindest kurzfristig mal entscheiden, wie das Ganze hier ausgeht. Das heißt, an diesem Punkt. Setzt sich diese kleine Abwärtsphase fort unter dieses Level hier unten drunter? Das ist der Bereich hier unten. Die Zwischentiefs haben wir bei 3922 liegen. Wenn es da drunter geht, heißt das erstmal kurzfristig zumindest korrektive Anlaufphase. Das wäre dann die Korrektur dieser dynamischen Aufwärtsbewegung hier. Nächstes Anlaufziel hier mit Blick in den Stundenchart. Wie schon gesagt, der Drehbereich hier so zwischen 3910. Und 3900 mal wir hier, 12 13 in etwa, wenn da nichts an halt kommt, dann hier unten trendtechnisch der Zacker unten rein 3880. Beziehungsweise, jetzt muss ich das mal noch mit hinnehmen. Wir haben hier mit Blick in den 15-Minuten-Chart einen Drehbereich, so äh, im Bereich 3905 äh, Punkte rum. Hier, dieses Level ist da wichtig, also 3900 bis 3905. Wir sehen es hier drüben. Das ist durchaus ein interessantes Anlauflevel kurzfristig. Wenn der Markt dort auch kein Halten findet, dann kommen halt die tieferen Level. Aber im Kurzfristbereich ist das erstmal das Interessante. Und jetzt möchte ich das mal ganz kurz noch fertig zeichnen. Sollten wir tatsächlich von hier oben jetzt hier reinlaufen oder vielleicht sogar hier unten reinlaufen und dann wieder nach oben zu streben? Jetzt gehe ich in die Stunde, passt auf, dann haben wir nämlich hier. Eine ordentliche Korrektur und dann nach oben gehen und das wäre dann ein Trend in der Stunde, der auch sauber in diesen Kontext setzen würde und das wäre dann die interessante Story für die Oberseite, die wir dann hier mit den Marken oben rauf beleuchten können. Das der Blick in den S&P 500 und dann darf natürlich am Freitag auch auf keinen Fall der Blick in den DAX fallen und der DAX ist absolut im Partymodus momentan schon wieder. Wir sehen es hier. Ich vergleiche das Ganze noch mal ganz kurz mit dem Dow Jones in den USA. Moment, wo ist der Dow? Den haben wir hier. So, Moment. Hier, da haben wir das Ganze. Mache ich mal ganz kurz noch auf Groß hier. Ähm das ist jetzt hier entsprechend der DAU. Und wenn wir uns die aktuelle Tageskerze ähm, vom, äh, vom DAX mal anschauen, dann sieht die schon deutlich stärker aus als das, was wir hier im DAU haben. Das ist das eine. Also das heißt, da sehen wir mal schon einen sehr, sehr schönen, dynamischen, sage ich mal, Auftakt am heutigen Freitag. Wir müssen halt einfach nur warten, was die Zahlen nachher bringen. Aber wenn wir es hier uns in DAX mal anschauen wollen, schaut es euch mal an. Hier haben wir genauso eine schöne, ähm, sage ich mal, äh, Formation. Dieser Flagge nach unten hin gehabt. Der Tag gestern das Bild 1 zu 1 wie im Dau. Ja, aber wo der große Unterschied ist, äh, ist die Tatsache, dass der DAX in der Stunde äh, den Abwärtstrend schon wieder rausgenommen hat. Sehen wir hier, ne, da war das Zwischenhoch, da geht der Markt jetzt wirklich sehr, sehr dynamisch oben drüber und nimmt diese kleinen Zwischenhochs hier raus. Und das riecht momentan schon ziemlich stark danach, dass der Markt erstmal wieder oben reinlaufen möchte ins Allzeithoch. Gut, die Historie hat uns bei den letzten Malen auch gezeigt, Allzeithochs werden gerne abverkauft. Also auch hier ähm, für die ganz, ganz kurzfristigen Trader der Blick, schaut mal hier, hier hat man auch. War das vielleicht sogar ein Freitag? Wann war das gewesen? Am 18.03., das war äh, sozusagen der Hexensabbat. Da ging es ruf und dann zzz, nach unten und dann kam erstmal Korrektur. Also da wurde nicht wirklich viel Allzeithoch gekauft. Jetzt stehen wir schon wieder da oben dran hier. Also der Markt riecht förmlich das Allzeithoch und da kommt es halt tatsächlich drauf an. Sind denn jetzt unter der aktuellen Maßgabe genügend Trader vorhanden, die dort oben long einsteigen, das heißt, die das Allzeithoch kaufen, oder kommt es dann wieder dazu, dass man genau sowas sieht, wie wir es hier drüben gesehen haben, Allzeithoch und dann entsprechend den Abverkauf. Das wird jetzt echt interessant, da gilt es ganz genau hinzuschauen, was passiert und das wäre durchaus interessant für die kurzfristigen Trader. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, das ist... Das Thema hier ist echt prädestiniert äh, für die kleinsten Zeiteinheiten. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz in den Stundenchart. Ich zeichne hier oben nur mal ganz kurz das Hoch oben ein, dass wir das da oben liegen haben. Hier mal noch eine Linie oben drauf. So, da oben haben wir es liegen. Äh, nur um das mal zu sehen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Minutenchart rein. Ich will euch nur mal ganz kurz zeigen, was wir hier haben. Schaut mal, das ist eine sehr dynamische Aufwärtsphase. Kurzes Durchatmen, dann direkt hoch. Und das erste Umkehrsignal, was wir hier sehen, ist, wenn wir einen Abwärtstrend in dem Minutenchart bekommen. Hier schon die Umkehrkerze oben drauf. Das ist allerdings jetzt nur Korrektur davon. Ähm, dieser Trend in der Minute ist natürlich erst gebrochen, wenn wir hier unten drunter fallen. Ja? Da muss man sehen, wie das ist. Kontext auf den äh, Stundenchart mal genommen. Schaut mal, wo wir da liegen. Da liegen wir hier unten. Also das ist schon verdammt viel Luft. Deswegen ist jetzt einfach die Frage, kommt der Markt echt in einem starken Schluck zurück? dann sehen wir, da will kein Mensch mehr kaufen, dann geht es, denke ich mal, auch relativ zügig wieder in diesen Bereich hier rein, wo wir unten ausgebrochen sind, das heißt hier unten von diesem Level, als wir hier das Ganze rausgenommen haben, die Zwischenhochs um die 3.700 Punkte Marke rum, das wichtige Level, ähm, aber äh, solange wie der Minutentrend weiter so stark und intakt ist und sich auch fortsetzt, ist hier auf der Long-Seite alles okay und da sehen wir, der Markt sprintet quasi dann auch hoch zum Allzeithoch über die Marke von 14.800 Punkten. Aber wenn wir hier oben dann die Umkehr sehen und frühestens dann, wenn sich ein Abwärtstrend bildet, das wäre interessant. Und das ist dann für die ganz kurzfristigen Trader ein sehr gefundenes Fressen, weil dann kann man sich dort wieder hinlegen, weil dann spielt der Markt mit einer guten Wahrscheinlichkeit das gleiche Spiel wie oft. Mal kurz oben lupfen und dann einen kurzen Abverkauf, manchmal auch einen deutlicheren Abverkauf. Und da kann man sich sehr, sehr schön an diesen Stellen an die Lauer legen oder auf die Lauer legen, denn. Wir sehen es in der Stunde. Es ist eine dynamische Aufwärtsbewegung mit einer Übertreibung und das sind häufig die Einladungen für eine kurzfristige Gegenreaktion. An dieser Stelle aber bitte, das ist nur die Gegenreaktion auf diese massive bullische Kaufphase. Das heißt, da steht man gegen den Trend. Deswegen darf man da definitiv jetzt nicht davon ausgehen, dass der Markt einfach in sich zusammenfällt und dann auf tagesbasis einen Abwärtstrend machen. Also sozusagen die Gefahr, die ich gerade vorhin auch im DAU gezeigt habe, die lauert natürlich so ein bisschen auch im DAX, wenn wir hier tatsächlich wieder vorm Allzeithoch abdrehen und wir dann so etwas sehen, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, so einen deutlichen, ähm, sage ich mal, Move zur Unterseite rein. Das würde dann nämlich auch im DAX dazu führen, dass wir auf Tagesbasis einen Abwärtstrend haben. Ich skizziere das nochmal ein. Also, ich sehe das Szenario jetzt noch nicht auf der Uhr. Ja, aber wenn wir vor dieser Marke rumdrehen, also kein neues Hoch machen oder hier oben abverkaufen und dann das sehen, haben wir einen Abwärtstrend. Die Gefahr ist durchaus da. Ja, ähm, müssen wir mal schauen, wie der Handelstag sich heute auch entwickelt. Das ist noch viel zu früh, um hier was zu sagen. Aber ich denke mal, die kurzfristigen Trader, die sollten sich mal ein bisschen auf die Lauer legen, was hier oben an diesem ganz, ganz wichtigen Widerstandslevel im Dax passiert und das Ganze wirklich sehr, sehr nah beobachten. Das zum DAX. So, jetzt haben wir auf Facebook keine weiteren Wunschmärkte ähm, an dieser Stelle. Das heißt, wir gehen mal auf die Wunschmärkte ein, die wir bekommen haben. Und zwar hatten wir da ein bisschen ähm, aus äh, dem Thema äh, der, der, des Forex-Handels und zwar haben wir zwei Fragen ähm, und zwar US-Dollar, mexikanischer Peso äh, und dann noch äh, Euro, Neuseeland-Dollar. Na klar, die nehmen wir uns natürlich auch mit auf die Uhr. Und zwar folgendermaßen. Ah, nee, das war falsch. Neuer Chart aufmachen. US-Dollar-Mexikanischer Peso haben wir ja nicht so oft auf der Uhr hier. Deswegen freue ich mich immer, äh, wenn wir das Ganze haben. Übrigens, wer solche Währungspaare auch traden möchte, bitte einfach mal bei Tickmill vorbeischauen. Das sind wirklich sehr, sehr gute ähm, Konditionen hier in diesem Bereich. Äh, da macht es wirklich Sinn, äh, den Vergleich mal zu machen äh, und durchaus das Ganze hier mit auf die Agenda zu nehmen. Äh, so, zumal man hier äh, auch in Kürze direkt auch das Thema ja, der Futures mit auf der Uhr haben und das ist ja für viele auch eine sehr, sehr interessante Story, äh, was wir hier machen können. Das heißt von der Seite her jetzt mal der Blick in die Währungen auf der Nebenseite. Ich gehe mal kurz auf den Tag ein. Wir sehen es hier im Tag der letzte Mottos hier nach oben gelaufen. Der Aufwärtstrend, den wir hier haben, ist jetzt mittlerweile rausgenommen worden. Das heißt, wir sind jetzt wieder in einer Abwärtssequenz drinnen. Heißt also hier unten an dieser Stelle, das war das Level, das letzte Zwischentief. Das hat hier mal kurz gehalten und danach ist es runtergegangen und jetzt scheint der Markt das wieder abverkaufen zu wollen. Das heißt, hier sieht es eher so aus, dass man sagt, die Schwächephase geht hier weiter. Das heißt, der Markt drückt weiter zur Unterseite rein hier nach unten hin, wenn man rein das Trendtechnische sieht. Nächster Anlaufpunkt auf dieser Seite wäre mal ganz klassisch hier unten dieses Zwischentief was wir drinnen liegen haben aus der klassischen Charttechnik, das heißt da unten diese Linie unten das Level hier unten um die äh, 20 27 5, 7 in etwa rum, das ist die Unterseite, die wir hier sehen. Da sehen wir momentan sozusagen den Support ähm, mit liegen das Zwischentief. Wenn wir da drunter fallen, dann haben wir die nächsten Anlaufpunkte deutlich tiefer. Weil aus der trendtechnischen Sicht hätten wir hier unten dann ähm, das Low grob um die Marke von 1990 liegen. Äh, das im Tageschart. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz im 4-Stunden-Chart an. Dann sehen wir es auch hier. Das letzte, die letzte Dynamik nach oben ist natürlich rausgenommen. Wir sind jetzt hier im kleineren schon wieder schön nach oben getrendet. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr interessant, was passiert wieder hier unten in diesem Bereich. Äh, fallen wir tatsächlich unten drunter, also hier unter dieser Marke, äh, dann ist diese Ausgabe. Aufwärtssequenz, diese kleinere rausgenommen. Es sieht eher danach aus, dass wir hier äh, sozusagen den Markt dann nach unten sehen werden. Das heißt, hier, wenn wir unter dieses Zwischentief bei um die 20,52 fallen, dann haben wir hier diese Aufwärtssequenz, ich skizziere es mal ganz kurz ein, aus dem Markt genommen. Und dann sieht es eher danach aus, als wenn wir hier den Abgabedruck, den wir hier von oben äh, schon eine Weile sehen, in die Fortsetzung bekommen. Das heißt, das, was wir dann sehen, wäre hier. Quasi den Aufwärtsschub, ja, der hat ja hier unten angefangen. Das wäre hier schön die Gegenbewegung zu sehen gewesen. Hier nach oben gelaufen, hier kurz der Zacker drüber, dann nochmal nach unten hin, hier das Hoch. Das Level haben wir schon rausgenommen. Und wenn wir jetzt auch noch dieses Tieflevel hier unten rausnehmen, dann spricht einiges dafür aus trendtechnischer Sicht, dass der Markt deutlich runter will. Und dann haben wir hier unten die nächsten Anlaufpunkte da. Und wenn wir hier das Ganze dann natürlich sehen. Zur Unterseite hin, dann muss man auch sagen, der Versuch, dieses Hoch hier drüben rauszunehmen, der Abwärtstrend ist ja rausgenommen worden durch den Aufwärtstrend. Der wurde abverkauft und jetzt ist es dann halt die Unterseite, die dann weitergeht und da muss man einfach schauen, wenn wir hier die Verkaufssignale bekommen, spricht einiges dafür, dass wir hier den Druck nach unten gesehen haben, dass wir hier an dieser Stelle dann eine, sage ich mal, korrektive Formation in einem Kanal bekommen haben, der bricht jetzt nach unten aus und Kurse unter dem Vortagestief bestätigen den Ausbruch und dann sieht alles danach aus, dass wir erstmal hier unten reinlaufen Richtung 20, 27, 57. Und wenn wir dort abprallen, dann haben wir Chancen hochzulaufen. Es sieht aber momentan eher so aus, als wenn der Markt die Unterseite sucht. Das zum US-Dollar-Mexikanischen Peso. Und dann haben wir noch an dieser Stelle äh, den Euro-Neuseeland-Dollar. Ähm, da wurde auch gefragt, wie der zur Chart-Unterseite mit ausschaut. Machen wir natürlich auch gleich mal, legen wir gleich hier mit rein. Also auch hier Steuerung M zu drücken und dann das Währungspaar einfach auswählen: Euro, Neuseeland, Dollar hier an dieser Stelle. Da ist er. Zack, ziehen wir einfach mal rein, das wieder zu. Und äh, jo, was haben wir? Hier momentan der Blick in den Tageschart rein. Ähm, muss man konstatieren, wo wir aktuell stehen. Moment, kleinen Augenblick. Auch mal hier kurz in den passiven Modus rein. Ähm, was wir hier im Kontext Euro, Neuseeland, Dollar haben. Es ist gar nicht so leicht zu sehen, was wir hier machen, denn wenn wir uns die, die Futures mal ganz kurz anschauen wollen, die Währungsfutures, ich hole den mal ganz kurz noch mit rüber, oder wieder, beziehungsweise runter, kleinen Augenblick, da muss ich mal auf dem Monitor über mir schauen, hier an dieser Stelle, da mal die Währungen reinschauen. Wir haben. Ähm, mit dem Euro und dem Neuseeland-Dollar äh, jetzt hier natürlich zwei Währungspaare auf der Uhr, die definitiv äh, eher auf der schwachen Seite unterwegs sind. Ne? Das muss man einfach wissen an dieser Stelle hier. Also das nach unten ist der Trend. Der Euro ist schwach. Ja? Er testet gerade hier den Bereich um die äh, 1,18. Da sind wir jetzt drunter gelaufen. Das ist das eine. Das zweite, was wir hier haben, ist der Neuseeland-Dollar. Der ist ebenfalls äh, schwach, rein von der Verortung. Äh, wenn wir uns jetzt mal das große Bild auf der Woche anschauen wollen, dann sehen wir natürlich, dass der Neuseeland-Dollar deutlich stärker war bis dato als der Euro. Das heißt, hier ist die Dynamik nach unten gekommen und es schaut so ein bisschen so aus, als wenn der Neuseeland-Dollar hier. Um die 0,69 ein sehr, sehr entscheidendes Level mit rausnimmt. Und wenn der hier drunter geht, könnte natürlich äh, der neuseeland äh, deutlich mehr an Schwäche gewinnen als äh, sozusagen der Euro. Aus aktueller Sicht hier halten wir hier unten. Und wenn wir uns den Euro mal anschauen, da sehen wir es auch, der hält jetzt hier auch so ein bisschen. ja. Der Euro ist aber schon weiter vorgelaufen. Das heißt, er könnte durchaus in der Währungspaarung ähm, dieser zwei, sage ich mal, schwachen Währungen ähm, der Stärkere sein. Das heißt, an dieser Stelle, wenn der tatsächlich stärker wird als der Neuseeland-Dollar und der Neuseeland-Dollar unten auch durchfällt, dann haben wir relativ äh, ähm, gute Karten, dass wir zunächst erstmal hier oben über dieses Level drüber laufen. An dieser Stelle, ich mache es mal ganz kurz hier in einer rötlicheren Farbe. Hier nehmen wir mal das. Ähm, das heißt, wir sind ja hier schon rausgelaufen. Dieser Abwärtstrend hier ist definitiv raus. Wir sind in einem Aufwärtstrend verortet. Das heißt, hier ähm, an dieser Stelle ganz klar. Und Schön zu sehen, schön nach oben gelaufen. Auch das, ich skizziere es mal eben ganz kurz auf, was ich meine oder woran man das Ganze erkennen kann, dass wir hier äh, den Trendwechsel auch vollzogen haben. Schaut mal hier, das war hier oben die letzte korrektive Phase und dann sind wir aus der Korrektur unten reingelaufen und dann sind wir hier drüben rumgedreht. Also hier die Bewegung nach oben reingemacht, hier ein Zwischentief gemacht, jetzt sind wir nach oben reingelaufen. Also das heißt, das, was wir hier momentan sehen, ist mal ganz klar eine Korrektur äh, innerhalb einer momentanen Flagge, also eines relativ engen Kanals, den wir hier haben. Und das ist eher ein bullisches Zeichen. Die große Frage ist, schafft es der Markt tatsächlich hier über die, ich sag mal grob 1,69,80 bis 1,70 drüber zu laufen. Wenn ja, haben wir richtig gute Karten, weiter zur Oberseite reinzulaufen. Also da hören wir jetzt einfach nur mal auf die Trends. So, wer das Ganze jetzt auf die Short-Richtung handelt, das, da muss man nicht verkehrt unterwegs sein. Es kommt halt nur immer auf den Kontext drauf an. Ja? Also das Short-Trading hier oben äh, zu beginnen in diesem Widerstandslevel ist kein Fehler. Ganz klar, man darf jetzt nur nicht sagen, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass der Markt hier runterfällt. Also, man darf das schon sagen. Die Korrekturtiefe haben wir ja hier unten. Das Support-Level ist ja definitiv auch hier unten äh, in diesem Bereich erst da. Bis dahin und bis darunter kann der Markt korrigieren, ohne dass der Tagestrend kaputt ist. Ja. Von der Seite her ist das Ganze sehr, sehr interessant zu sehen. Das Low haben wir da unten. Aber schauen wir mal kurz in die vier Stunden rein. Da sehen wir es halt auch. Wir haben in den vier Stunden momentan keinen Trend. Wir haben den Trend da. In den kleineren Zeiteinheiten, aber die vier Stunden sind momentan in der gleichen Richtung unterwegs äh, wie auch der Tageschart. Und das ist das Wichtige, was wir hier an dieser Stelle sehen. Das heißt, hier unten der Supportbereich, hier, den haben wir schön hier drinnen. Ich ziehe die nochmal rein. Das ist der Bereich, wo es durchaus runter reingehen kann, ganz klar. Und hier haben wir den Bewegungsarm, den letzten, und der ist halt heftig hier nach oben gelaufen. Und immer dann, wenn wir sowas sehen, sollten wir mal noch ein bisschen tiefer gehen in die Zeiteinheiten. Das heißt, hier in der Stunde sieht man nämlich schon, dass wir hier durchaus den Trend nach unten laufen haben, also die Stunde trendet definitiv schon nach unten. Das können wir hier an dieser Stelle sehr sehr schön sehen. Schaut mal hier oben war das Widerstandslevel, wir sind hier also quasi runtergelaufen, noch mal oben rein in dieses Widerstandslevel dort oben drauf, hier oben ran. Wieder der Abverkauf, und jetzt haben wir hier eine Abfolge von fallenden Hochs und fallenden Tiefs, die wir hier haben, und das spricht tatsächlich äh, für den Trend. Und was wir auch sehen ist, wir sind mittlerweile in dem wichtigen Low-Bereich hier unten angekommen. Also dieses Level hier spricht, spielt tatsächlich eine relativ große Rolle, denn ähm, hier gehe ich nochmal ins Zeichentut zurück, haben wir die Situation, wenn wir uns den Bewegungsarm mal anschauen wollen, der so schön stark nach oben gelaufen ist, dann sehen wir das Ganze auch hier. Das war ein Hoch, hier unten hatten wir das korrektive Tief und dann sind wir oben reingelaufen und das ist jetzt halt der wichtige Punkt, den wir hier sehen. Ne? Also hier fallende Hochs. Fallende Tiefs, wird dieses Level hier um die 1,86, ich sag mal grob 65 abverkauft, spricht einiges dafür, dass wir deutlich weiter reingehen können. Und die Tatsache an sich, dass hier nicht wirklich viel Zwischenhalt ist, sagt uns halt auch ganz klar: Nummer eins, ein kleiner Anlaufpunkt, den wir haben, wäre hier an dieser Stelle um die 1,68,25 rum. Der größere Auffangbereich, den sehen wir aber definitiv hier unten in diesem Kauflevel um die Marke 1,66,67 hier, beziehungsweise an dieser Stelle hier, dieser Bereich hier unten um die 1, 66, 44, 45 wo richtig, richtig Dynamik nach oben reinkam. Das wäre dann sozusagen die tiefere Korrektur. Entscheidender Marktbereich ist aus meiner Sicht jetzt hier. Dieses Level um die 1,68,65 fallen wir da drunter, dann auch nochmal zurück mit Blick in die vier Stunden. Setzt sich das Ganze fort hier in die Dynamik rein und da muss man sehen, wie das Ganze sozusagen dort von unten nach oben, äh, beziehungsweise von oben nach unten äh, sich dann ausbauen wird, Das der Blick sozusagen in das Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar so und dann bekomme ich noch eine Frage, ähm, ob ich den Russell 2000 auf der Uhr habe. Ha. Hat der Seide natürlich. <laughs> auf sowas gucke ich natürlich auch mit. Äh, das wird auch etwas sein, äh, wo wir uns immer wieder ähm, mal auf der, auf der Future-Seite auch bewegen werden. Hier, äh, wir sehen momentan, ich bin gerade mal kurz oben rauf zum Schauen, wenn wir uns den Russell mal kurz anschauen wollen. Ähm, hier unten, ich ziehe es mal ganz kurz rein. Hier. Das Ganze an dieser Stelle. Also, das ist schon wieder so ein bisschen Zukunft bzw. auch Marktlesweise hier mal der Übersicht über die entsprechenden Indizes. Und wenn wir hier mal schauen, die, die sich momentan noch relativ gut oben halten, sind echt momentan so ein bisschen... Der DAO äh, und der DAX, alle anderen gehen schon deutlicher äh, in die Knie, wenn wir uns die charttechnische Situation mal anschauen wollen. Äh, und wenn wir uns mal hier die kleineren Werte in den USA anschauen wollen, das ist dann sozusagen ähm, der Russell 2000, dann sehen wir es halt auch hier, wir sind unten schon in wirklich wichtige Grenzbereiche reingelaufen. Er hat hier tief korrigiert, der Russell äh, zur letzten Bewegung oben kam nicht wirklich viel raus. Da. Das sehen wir auch mal, was vielleicht äh, sozusagen hier in die Korrekturtiefen reinkommt. Kommt. Und sollte der hier drunter fallen unter diese 2100 Punkte-Marke, äh, dann denke ich mal, geht hier unten die Schleuse auf und wir sehen deutlich tiefere Notierungen. Und das ist das, was sich dann äh, mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit auch auf die anderen Indizes sozusagen auch auswirken wird. Das heißt, wenn man sowas sieht, ähm, dass auch diese Werte abverkauft werden, dann hat man ganz, ganz klar das Bild auch auf der Uhr, wo die Richtung dort zur Unterseite mit reingehen kann. Also das ganz klar ähm, der Blick auf den Russell, den habe ich natürlich. Natürlich Mit auch auf der Uhr und jetzt kommen wir hier 8 Uhr 9.34 Uhr noch mal ganz kurz zu einem äh, zu einem Thema, das will ich auch nicht zu lange ausdehnen, aber ähm, es ist halt einfach ein recht wichtiges Thema, um äh, sich so ein bisschen eine ähm, ne, ne Meinung bilden zu können warum denn die notenbanken beispielsweise sagen wir gehen nicht von einer ähm, sag ich mal nachhaltigen langen anstieg äh, des, des, der, der, der inflation aus das kann passieren natürlich und ich bin mir ziemlich sicher dass wenn das passiert dass die zentralbanken dann auch entsprechend darauf reagieren werden sie haben es momentan allerdings noch nicht im plan weil ähm, man hier auf etwas anderes schaut. Und zwar, ich, ich möchte mal ganz kurz ein, also vertretend, als Vertreter quasi für das Thema der Inflation, ähm, möchte ich hier mal kurz eine Grafik zeigen, die habe ich von äh, Statistika, da kann jeder drauf schauen, das kostet überhaupt kein Geld. Ähm, das heißt, das Ganze, was wir hier sehen, ist einfach mal die Inflationsentwicklung hier bei uns in Deutschland. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, das kann man ziemlich weit zurück machen. Hier, wir hatten ja beispielsweise in den 70er Jahren hatten wir Inflationsgraden äh, von, von dem Hoch über 7%, dann ging das Ganze wieder runter. Wir wissen ja inzwischen, dass die Zentralbanken gerne Inflationsraten von 2% sehen würden, ähm, aber damit haben wir hier natürlich seit 2000, naja, wenn man das mal so sieht, seit 2009 haben wir massive Probleme. Wir haben es zwar mal geschafft, 2011 und 12 an die 2 oder leicht drüber zu laufen, aber wir sind halt drunter und was wir momentan einfach sehen ist, dass wir hier eine Phase äh, hinter uns haben oder in dieser Phase bis also 2020 war es ja, wir sehen ja jetzt erstmals wieder ein paar Anstiege der Inflation, äh, wo wir hier wieder höher laufen. Das heißt, dass das Thema, äh, was wir hier äh, bei der Inflation mit auf der Uhr haben müssen, ist einfach mal die, äh, sag ich mal, die, Grund, die Grunddefinition einer Inflation. Ja. Die Grunddefinition der Inflation sind ja Preissteigerungen, Preisanstiege. So. Und das ist halt ein Punkt, ähm, das ist die klassische Basis, dass eine Inflation ist ein Preisanstieg. Und da gibt es jetzt diverse Parameter, äh, die, sag ich mal, die, Aggressivität oder die Auswirkungen einer inflationären Tendenz auf die Gesamtwirtschaft stark beeinflusst. Ein, ein wichtiges Thema ist das Thema: Können sich die Menschen denn leisten, ohne, äh, sage ich mal, gravierende Auswirkungen auf die Gesamtvermögenssituation, die höheren Preise zu bezahlen? Ja? Wenn dem so sein sollte, dann wird die Inflation auch für die Wirtschaft keine kein so schlimme Auswirkung sein. Schlimme Auswirkungen sind dann von einer Inflation zu sehen, wenn. Das Lohngefüge stabil bleibt, die Preise aber extrem stark durch die Decke gehen. Das ist dann ein Problem, weil dann sozusagen ähm, viel, viel mehr Aufwand betrieben wird, um das Leben an sich sich zu leisten. Ähm, und ähm, das ist dann wiederum schlecht. Dann fangen nämlich die Leute an, irgendwann zu sagen: Dann kaufe ich mir bestimmte Güter erstmal nicht mehr, weil wir das Geld dafür gar nicht haben. Wir müssen viel mehr Geld für Energie und für Lebensmittel aufwenden. Da können wir uns jetzt kein Auto kaufen, keine Toren Reisen und, und, und. Das wirkt sich dann negativ auf die Wirtschaft aus. Ja? Das ist das, was wir im Punkt dort an dieser Stelle sehen müssen. Die Frage ist, stehen wir jetzt dort? Ja? Und da, da kann man jetzt an, an aktueller Sicht sagen, nein, dort stehen wir längst noch nicht. Wir stehen an einer ganz, ganz anderen Schwelle. Und das ist nämlich das Thema ähm, zum Thema Reflation. Ja? Das heißt, wenn wir die Preissteigerungen mal sehen, also eine Reflation ist etwas, das sich die Zentralbanken in der jetzigen Situation auch durchaus wünschen. Denn der Unterschied ist nicht die Art und Weise, was passiert, nämlich sowohl bei der Inflation als auch bei der Reflation steigen die Preise an. Punkt, da gibt es nichts zu sagen. Ja. Aber der Unterschied ist, von welcher Phase der Preisanstieg kommt. Ja. Eine Inflation haben wir häufig auch am Ende von, von starken Wirtschaftszyklen. Wenn dann die Preise nochmal so richtig stark durch die Decke gehen, dann führt das dazu, dass wir hier durchaus umdrehen können und dann negativen Impact auf die Wirtschaft sehen werden. Bei der Reflation ist das anders. Da startet der Preisanstieg in einer Phase einer deutlichen Untertreibung. Das heißt, wir kommen aus einer Situation heraus, wo wir deutlich, deutlich weniger Preisdruck über, über eine Situation hat. Und wir haben ja, ich sage mal, die letzten, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, alleine äh, hier bei uns in Deutschland, ich gucke nochmal kurz drauf, Moment, wo habe ich es denn gehabt? Ah, jetzt habe ich es schon gelöscht, glaube ich. Ähm, wir, wir, wir haben deutlich weniger Inflation, das schon ziemlich lange Zeit, als sich das die Zentralbank sozusagen an dieser Stelle ähm, auch wünscht. Das heißt, das ist schwierig für den Preisdruck zu sagen, die Inflation, die jetzt kommt, ist das gleiche wie eine klassische Inflation. Das, was wir hier sehen, ist durchaus gewünscht und das hat sogar positive Effekte auf die Wirtschaft, weil dieser Anstieg der Preise, die wir jetzt haben, äh, kommt aus einem gesunden Fundament äh, von finanzieller Ausstattung. Das heißt, äh, viele Menschen sind in der Situation, dass sie genügend Geld haben, um Sachen zu kaufen um ins Kino zu gehen, um in die Urlaube zu fahren. Aber die können es ja jetzt nicht. Ja? Das heißt, das ist auch das Thema der Nachholeffekte. Und wenn wir jetzt durch diese Covid-19-Situation, wenn wir die irgendwann mal durchstehen, durch die ganzen Impfungen und so weiter und so fort, dann ist das finanzielle Polster das gleiche. Der Arbeitsmarkt wird aber besser. Das sehen wir auch in den USA. Das werden wir auch bei uns in Europa sicherlich beobachten können, wie die Zahlen sich bessern. Das heißt, es kommen mehr Leute in, in, in Arbeitslohn und das heißt, es ist dann plötzlich mehr Geld zum Ausgeben auch vorhanden, weil das Ganze auf eine immer breitere Basis gestellt wird und die Menschen, die die ganze Zeit in Arbeit geblieben sind, haben ja jetzt Reserven aufgebaut und das führt dann dazu, dass die Zeit, also das war auch der Grund, die konnten kein Geld ausgeben und deshalb war der Preisdruck gar nicht da, weil die Nachfrage gar nicht stattfinden konnte. Und wenn jetzt das Geld zurück in diesen Wirtschaftskreislauf fließt, dann ist das ja kein Geld, was unendlich groß vorhanden sind, wie das bei den Zentralbanken zum Beispiel der Fall ist, sondern es ist ja ein begrenztes Budget. Und das führt dann durchaus kurzfristig zu Preisanstiegen. Ja? Ähm, die werden aber wieder abflauen. So, und das, auch die Abflau, der Abflau dieser, dieser Preisthematik ist ein anderer. Und zwar. Bei der Inflation aus einer hohen wirtschaftlichen Leistungsphase heraus stehen wir ja überall in Grenzbereichen, auch Vollbeschäftigung und, und, und. Ähm, wenn dort weniger ausgegeben wird, dann fangen die Leute echt an zu sparen. Aber in der jetzigen Situation sparen ja die Leute nicht, sondern die geben ja aus, was sie schon gespart haben. Ja? Und das Ganze, wenn das dann zu Ende geht, bleiben aber die Leute trotzdem in der Regel in Lohn und Brot. Das heißt, man könnte so ein kurzes Überpacen der Preisanstiege haben, dann geht es aber relativ schnell wieder runter mit den Preisen und das bringt dann die Wirtschaft dazu, weiter normal arbeiten zu können, sich auch weiter erholen zu können, einen soliden Arbeitsmarkt zu haben und dann das Ganze sozusagen über die Preisrückgänge wieder in eine normale Phase haben, sodass man dann im Durchschnitt eine Inflation hat. Zumindest sagt das so die Theorie. In der Praxis haben wir das auch schon oft genug gesehen, dass man dann wieder in Bereiche reingeht, die in die Normalität kommen. Und das ist der Fokus, äh, den die Zentralbanken momentan scheinbar auch haben, äh, wo man dort den, den Startpunkt der Preissteigerung mit einbeziehen sollte. Also trotz der ganzen Zinsgeschichten äh, ist das das, worauf auch äh, Powell beispielsweise auch immer wieder hinweist, dass die davon ausgehen, dass diese Preisanstiege nicht nachhaltig sind, dass der Markt äh, das Ganze nicht so richtig glauben kann. Äh, das sehen wir, wenn wir uns mal die Zinsraten auch anschauen. Hier an dieser Stelle, Moment, hier gehen wir noch mal ganz kurz runter. Äh, da haben wir es hier, wenn wir uns mal die, äh, die US Treasuries anschauen, die 10-Jahres-Staatsanleihen. Da sehen wir schon, dass der Markt definitiv deutlich, deutlich anders unterwegs ist. Und wenn wir uns mal die, die Zinskurve anschauen, gestern waren wir noch bei 1,62, heute schon wieder bei 1,64. Also, das ist schon, wenn wir uns hier mal die drei Monate auch anschauen wollen, wir haben hier einen intakten Aufwärtsmarkt und der Markt geht ziemlich stark nach oben. Und das ist halt jetzt der Punkt. Den ich auch an dieser Stelle immer wieder anspreche. Wartet, ich mache mal ganz kurz die Grafik groß, dass die hier auch überall jeder sehen kann. Das ist mal der Anstieg der Renditen. Ne? Und der, der, der ist schon nicht von schlechten Eltern. Wenn man sich das mal äh, im Langfristvergleich anschaut, äh, hier gehen wir, können wir mal kurz drauf gehen. Hier. Wir stehen natürlich äh, momentan auf einem recht niedrigen Niveau. Äh, und was wir hier an dieser Stelle auch sehen, hier unten, der Bereich, äh, wo wir gerade so anfangen reinzulaufen, Richtung 2%, 1,8, 1,9%, äh, da ist auch schon ein Widerstand da, aus rein charttechnischer Sicht. Aber äh, die Situation, wie wir sie jetzt haben, das ist das, was ich auch gesagt hatte, bringt halt die Investoren, die Großinvestoren auch dazu, zu sagen, wir machen jetzt hier mal ähm, einen, einen Vergleich auch der Risiken. Und wenn da massiv Geld auch abfließt, dann werden wir sehen, wird der Verkauf äh, der Assets nicht nur im, im Bereich der, der Technologiewerte stattfinden, sondern dann wird es auch in den Value-Bereich reingehen. Äh, und dann sehen wir einen breiteren Abverkauf. Irgendwann ist dann genug Abverkauf, dann fokussiert sich der Markt wieder auf die wirtschaftlichen Rahmendaten, weil wenn die Aktien billig genug geworden sind, dann ist der der Risikoaufschlag bei den Aktien auch nicht mehr so hoch und da ist auch etwas das hat Paul diese Woche gesagt, der hat gesagt, die ein oder andere Aktie ist schon ziemlich teuer und das hat dann auch gleich wieder kurzfristigen Rutsch nach unten gebracht und wenn sich sowas dann mal durchsetzt, dann werden dann auch plötzlich äh, charttechnische Hürden gerissen aus technischer Sicht und dann kommt so richtig Verkaufsdruck mal in den Markt dann werden die Unternehmen wieder billiger, der Risikoaufschlag ist ein anderer und schon kann das Geld wieder andersrum hinfließen. Also da gibt es einiges in dieser Richtung, wo wir gerade in so Umschwungphasen sind und das Ganze sollten wir einfach beobachten, uns klug verhalten und an dieser Stelle die Trades planen und den Plan dann entsprechend auch umsetzen. Weitere Fragen haben wir jetzt nicht, das heißt an dieser Stelle sage ich wie immer ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, bitte jetzt auf das Like-Knöpfchen klicken und ich sage danke, schönes Wochenende und bis kommende Woche Montag, live wieder um 8.30 Uhr mit der Besprechung der nächsten interessanten Handelssitzung, bis dahin, allen einen erfolgreichen Tag und schönes Wochenende, tschüss.